Muss ich eigentlich wen heilen? Nee, passt. Okay, das war da, wo es nach unten ging. Ich hoffe, dass es hier ist. Halt, nee, Elaine greift an. Walner greift an. Oscar greift an. Du machst Sehnenfetze. Das war sehr gut. Sehnenfetze auf den da. Und als nächstes Berserk. Berserk, ja. So. Kleiner Bomber, du bist als einziger noch übrig. Du wirst sterben. Gut, er stirbt so oder so. Egal, ob wir ihn töten oder ob er in die Luft fliegt. Aber wir werden dich töten. Jetzt habe ich nicht mehr den Schaden gesehen, weil sich dieses neue Fenster aufgemacht hat. Nein, hier ist es nicht. Ein Heilflasche hat ein Geheimnis. Wo ist das nur? Wo ist dieser Schatz? Ist doch nicht etwa direkt beim Drachen unten, oder? Nee, kann eigentlich nicht sein. Da gab es ja nichts mit einer Säule, oder? Mehr Höhlen gibt es aber nicht mehr. Als ist hier links. Oh, ein Geheimnis. 2480 Filar. Cool, was wir hier alles finden. 16.000 Filar schon gefunden. Wieder keine Säule. Oh, zwei. Okay, der ist stumm. Das an, du auch. Du hast einen Sehnfetzer auf den da. Toll, der macht Nova. Du machst stumm. Gut. Greifst an, du greifst an. Du saugst Blut. Du machst Sehnenfetzer auf den da. Ah, komm, zwei Blutpunkte oder was? So, und jetzt machst du Berserker. Das Blut holen wir uns noch. So, das sind wir auch. Okay, mit der Lane muss ich dann wieder heilen, dann ist sie wieder nicht mehr voll, aber sie hat zumindest jetzt volles Blut. Und er dürfte gleich tot sein. Yep.
So, war ich da schon drin? Nein, Tank der Ewigkeit hat ein Geheimnis. Okay, wo ist das mit der Säule? Wie viele Seen haben wir eigentlich schon? 79, noch geht's. Säule, Säule, Säule. Hier ist nirgends eine Säule. Da reichte sie auch nicht. Hatte ich auch schon den Gedanken, dass er da drin ist, wo der Teleporter war. Aber nein. Offenbar nicht. Komm, lass doch deinen blöden Feuer atmen. Was macht er denn nochmal? Bist du? Ich glaube zwar nicht, dass es hier irgendwo ist, aber sicher ist sicher. Also schaue ich mich nochmal hier um. Wo ist das bloß, dieser blöde Schatz? Das hätte jetzt noch sein müssen, oder? Direkt vor deinem Tod. Einfach noch ein Feuer zum raushauen. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Und nirgends war die Säule bisher. Nee. Einfach keine Säule. Lass mal jetzt. Da muss sie ja hier irgendwo sein. Oder? Mal sehen. Hier ist es nicht. Einmal reingelegt. Aber den gab es jetzt nur diesen einen Weg, da blieb keine Möglichkeit zum Reinlegen. Zumindest keine schnelle. Fünf Blutpunkte fehlen noch. Da ist ein Geheimnis. Trank der Ewigkeit erhalten. Geheimnis. So, Säule, Säule, Säule. Wo ist es?
Es ist hier eine. Ein Geheimnis. Krankheitsserum erhalten. So, Lenny ist gleich mal voll mit Blut. Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr, nur noch die da unten. Aber hier ist es auch nicht. Das heißt, im Vulkan ist es nicht. Wo dann? Naja, 3. Das wird wieder knapp. So, das war der erste. Berserker! So, der dürfte sich gleich in die nächste Stufe verwandeln. Zum Glück nicht. 1604 kritisch! Geil! Tja, dann weiß ich es auch nicht. Gehen wir mal wieder raus. Also am Vulkan ist es nicht. Es sei denn, ich habe irgendwo was übersehen. Aber wenn ich was übersehen habe, den gleichen Vulkan jetzt nochmal durchsuchen. Nee, habe ich keine Lust. Wisst ihr was, wenn er ein Vulkan war, dann schreibt es mir doch bitte, wo er war. Also der Schatz jetzt. Weil ich werde jetzt einfach nur rausgehen und... Obwohl, ich könnte es auch einfacher machen. Ich port mich einfach raus. Und fertig. Und dann darf ich ja nicht vergessen, dass ich den gespeicherten Ort lösche. Ja, nicht schlecht. Was wir da jetzt alles wieder haben. So, die Binnen, was hat sie für mich? Eine Heilflasche, 1009 Fila. Okay. Dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Rezept an. Gewitter erlernt. 88. Hier, Gewitter. Zweimal Licht und zweimal Feuer. Das heißt, Walner und Elaine können es benutzen. Hier.
So. Was macht das? Gewitter. Trifft alle Gegner. Grundschaden 65. Und dann haben wir jetzt noch genügend Seelen, um uns hier Karte 3 zu lernen. Für das hier reicht es leider nicht mehr. Zu wenig Seelen. 45 bräuchten wir und 31 hätten wir. 14 Seelen also noch. Dann sind wir komplett fertig mit den Seelen. Und dann können wir sie wieder für die Filar benutzen. Zum Umwandeln. Also fast geschafft. So, dann fliegen wir mal kurz nach Syras. Zur lieben Jolira. Wollen wir? So, da brauche ich noch 3. Und da kann ich mir einen kaufen. So, 185, 200 und Schutz vor Stein. Sind also auch besser. Jetzt bin ich verwirrt. Ausrüstung. Mit der Engel ist das Gute. Okay. Passt. So, 3-mal Herrschirm zu verkaufen. Und einen Turmschild bitte. Davon bitte 2-mal ein Keran-Schild. Und der Flügelharnisch geht leider noch nicht. Schutz vergift, cool. So, das reichen wird. Ich glaube eher nicht. Doch, für einen reicht's noch. Jetzt haben 20 mehr Abwehr und Schutz vor Gift. So, jetzt bräuchten wir noch 3x7000. 21.000 Filar bräuchten wir noch. Dann sind wir mit der Ausrüstung fertig. So, und jetzt. Jetzt mache ich eine. Beende ich die Aufnahme. Ich nehme schon seit über 3,5 Stunden auf. Und es ist schon gleich 1 Uhr in der Früh. Eine sehr, 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 sehr ungewohnte Zeit für mich. Denn ich gehe normalerweise immer spätestens um 23 Uhr ins Bett. Und ich habe irgendwie die Zeit übersehen. Ich habe Folgen gesehen und ich habe jetzt gespielt. Und dann vor, glaube ich, ja, so kurz nach 12, also 0.10 Uhr oder sowas, habe ich auf die Uhr gesehen und dachte mir, oh, scheiße! Schon so spät. Naja, dann dachte ich mir, jetzt auch schon egal, machst das noch fertig. Und ja, vielleicht sollte ich speichern noch. Zack. Ich weiß nicht, ob ich gerade schon gespeichert habe oder nicht. Egal, sicher ist sicher, ich will ja nicht nochmal alles von neu machen. Und ja, damit wär's das. Wir sehen uns dann morgen wieder in der neuen Aufnahme, wo ich dann hoffentlich ein bisschen mehr weiß. Zum Beispiel, wo der Bürgermeister ist. Oder wo dieser Schatz versteckt ist. Da werde ich so oder so nochmal nach dem Schatz suchen. Weil vielleicht ist er ja auch um den Vulkan rum irgendwo versteckt. Da bin ich mal gespannt. Oder es könnte allgemein eine Höhle mit Wasser sein. Das ist diese Flüssigkeit da keine Lava war, sondern Wasser. Dann könnte es eine Waldhöhle sein oder sowas. Bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt und
Ja, bis morgen dann. Ciao.